reife Talente hatte Mozart einen großen Widerwillen. Eins musste er, ob er wollte oder nicht, das Spiel eines Wunderkindes anhören. Der große Meister konnte dem Knaben die Anerkennung für seine Talente nicht verweigern. Ich möchte auch gar zu gern komponieren, sagte der Knabe. Sagen Sie mir, wie man das macht. Oh, dann müssen Sie noch viel lernen und auch noch etwas älter werden. Da habe ich aber auch niemand gefragt, wie ich das machen soll.